ich weiß nicht, warum das eure liebsten Videos sind, aber Finger weg von diesen Produkten. Das sind meiner Meinung nach Produkte, die so hätten never, ever, ever auf den Markt gebracht werden dürfen. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr freut euch auf eine neue Runde. Ich sage euch ein paar Produkte, die meiner Meinung nach für mich absolut gar nicht funktioniert haben und ich mich wirklich frage, wer da gesessen hat und gedacht hat, das ist eine gute Idee. Es geht los. Nehmt es mir natürlich wie immer nicht krumm, wenn ich da ein bisschen über die Stränge schlage, aber es sind wirklich Produkte, die für mich einfach gar nicht funktionieren und ich auch wirklich nicht weiß, was ich falsch mache, woran es liegt oder ob ich vielleicht auch einfach nur nicht fähig dafür bin. Und falls ihr Produkte dabei sind, mit denen ihr wirklich gut zurechtkommt, ist das richtig, richtig gut. Und wenn ihr sagt, okay, Maxim, probier doch mal die Produkte so oder so aus, dann gebt mir doch da noch mal einen Tipp, denn da bin ich sehr, sehr gespannt. Wir starten auch direkt mit dem neuesten Produkt, welches rausgekommen ist, oder eins der neueren, und das ist das hier von Natasha Denona. Das ist das Hygiene Skincare Infused Glow Beautifier. Und als ich das gesehen habe, dass das rauskam, dachte ich mir, das ist meins. Das ist mein Produkt. Als sie das unter die Foundation gegeben hat und dann die Foundation rüber und ich dachte mir, oh, ich will aussehen, als wäre ich aus dem Olivenöl mehr emporgestiegen. Es sollte so ein Puder-Hybrid-Foundation-Ding irgendwie sein. So sah es zumindest aus und dann kam es an und es ist einfach nur ein Highlighter. Einfach nur ein Highlighter, der sehr, sehr schön ist. Er erinnert mich so ein bisschen, ganz, ganz leicht an den Hattie und Becker Highlighter. Gerade in der Farbe 01 Light. Ohne diesen Blauanteil. Ein sehr, sehr schönes Produkt über dem Make-up. Wobei ich da sagen muss, das ist so ein bisschen patchy. Die Textur, ich dachte, es ist ein Puder. Ich dachte, es ist so ein Finishing-Puder. Das ist so ein Gel. Also es ist sehr, sehr weich. Du kannst da reindrücken. Es ist fast wie so ein Creme-Highlighter. Und der wird auf der Haut recht schnell sehr, sehr fleckig, wenn du nicht ebenmäßig über die Haut gehst. Wofür ich ihn verwenden kann, ist so ein bisschen auf den Augen für so ein bisschen Bewegung. Es ist dann ein sehr, sehr großer Lidschatten, aber das Ding hat ein großes Problem. Und ich weiß nicht genau, welches es ist. Ich glaube, das ist die Skincare da drin. Sie hat das benutzt wie so ein Primer. Sie hat das mit so einem dicken Foundation Brush aufgetragen und ist dann mit Concealer rübergegangen. Habe ich natürlich nachgemacht. Und es ist literally, innerhalb von ein paar Minuten hat sich dieser Schimmer in jeder einzelnen Pore meines Gesichtes abgesetzt. Und dann hat es die Foundation so, ach, das ist so schwierig, das zu erklären. Die Foundation ist da so weggerutscht von und hat sich dann um die Pore herumgelegt. Dann hattest du so eine, sah aus wie ein Donut. Jede einzelne Pore sah aus wie ein Donut. In der Pore drin war der Glitzer und drumherum war so ein Speck. So wie als würde eine Foundation sich voneinander trennen, wenn die schon zu lange stand. Auf dem gesamten Gesicht, auf dem gesamten Gesicht. Wenn du es übers Make-up gibst, okay. Auf den Augen finde ich es auch okay. Aber nicht für den Preis. Es ist viel zu teuer und ich hätte mir da was viel, viel Schöneres vorgestellt. Gerade weil der Concealer aus der Reihe oder der dieses Serum so toll ist, hat mich das einfach nur maßlos enttäuscht. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, den irgendwie schön aufzutragen, weil selbst wenn es jetzt gut aussieht, gibt dem Ganzen 15 Minuten Zeit und das zersetzt die Foundation. Da muss irgendwas drin sein, was das Make-up auseinanderbringt. Leider, leider für mich absolut gar nicht funktioniert und würde ich auch niemals wieder nachkaufen. Genauso wie ein Produkt, was ich finde, da hat man schon mal lange drüber gesprochen. Ich glaube, da war einfach nur die Bezeichnung einfach sehr, sehr falsch. Jean & Len Pure. Die haben ja auch Make-up. Einige Sachen sehr, sehr gut. Einige Sachen wirklich ganz, ganz schlimm für mich gewesen. Für einen Tag wie von der Sonne geküsst, was dich berührt, wird ein Teil von dir. Ohne Gedöns, vegan, ohne Parabene, Silikone und Aluminiumsalze. Was ist die Frage? Da habe ich ja schon mal die Frage gestellt, was ist Gedöns und was ist kein Gedöns? Ne? Das entscheidet ja jede Brand so ein bisschen selber. Aber sie haben gesagt, das ist ein Bronzer. Und auf den Fotos sah der auch echt gut aus. So sah der aus auf den Fotos. Und dann hast du das hier. Das ist einfach ein Highlighter für sehr dunkle Haut, was super, super toll ist. Aber das musst du wissen. Also, das ist kein Bronzer. Wir machen jetzt mal mein Make-up kaputt, weil dafür habe ich es jetzt drauf. Wenn ich mit dem Pinsel hier reingehe und das mich hier übers Gesicht gebe, wie so ein Bronzer, selbst wenn es nur ganz leicht ist, habe ich einfach einen orangenen Streifen im Gesicht. Auch wenn ich es leicht auftrage, ich gehe nicht nochmal rein, auch wenn ich es leicht auftrage, ist es einfach ein orangener Bronzer, ein orangener Highlighter, der viel zu, also selbst wenn es ein Bronzer sein sollte mit sehr viel Glow, ist das keine Bronzerfarbe, das ist einfach orange. Da muss man sagen, ich glaube, da hat Jean & Len einfach die Bezeichnung einfach ein bisschen versemmelt. Hätten sie gesagt, das ist ein Highlighter für dunkle Haut, hätte ich gesagt, ey, mega, mega gut.
cool, dass ihr so inklusiv die Skin Shades beachtet und sagt, okay, wir bringen auch einen Highlighter für dunklere Haut raus. In die Drogerie. Und dann ist das das hier. Also, ich habe keine Lösung, wie ich dieses Produkt als Bronzer benutzen kann. Natürlich, du kannst es auch als Lidschatten benutzen, aber guck mal, das ist jetzt schon das zweite Produkt von zwei Produkten, wo ich sage, das können wir als Lidschatten benutzen. Na, wie viele Lidschatten, Monolidschatten brauche ich denn? Leider nichts gewesen und dann ist es halt nicht mal eine besondere Textur gewesen oder so. Wäre das jetzt so ein Cremeprodukt gewesen, hätte ich gesagt, okay, hey, cool, kann man vielleicht nochmal ein bisschen abwandeln. Aber wie viele Lidschatten soll ich denn aus Produkten machen, die für mich nicht funktionieren? Wisst ihr, was ich meine? Also da hört es irgendwann auf. Es hinterlässt einen sehr, sehr schönen Glow, ja, keine Frage. Aber du siehst halt aus wie ein Oompa Loompa. Da lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster, weil ich wirklich sehr viel Hoffnung drin hatte. Anastasia Beverly Hills hat ja diese Blurstick Beauty Balm Serum Boosted Skin Tint Foundation rausgebracht. Und ich suche ja so ein bisschen eine Foundation, die sehr, sehr leicht ist im Alltag. Jetzt haben wir zwei Probleme. Problem Nummer eins, ich mag den Geruch nicht. Das riecht sehr zitronig. Es riecht sehr zitrisch. Es ist eine sehr ölige Konsistenz, wie ich finde. Die Deckkraft ist schwindend gering. Das ist völlig in Ordnung. Das ist ein Skin Tint. Das soll es auch sein. Es hat ein tolles Hautgefühl. Aber maximal für 2 Stunden. Trägst die Foundation auf und damit du wenigstens ein bisschen Effekt auf der Haut hast, brauchst du deutlich mehr. Also ne, du musst schon 1, 2, 3 rübergehen und dann hast du da auch eine halbwegs akzeptable Deckkraft, weil es blendet sich so ein bisschen ins Nichts. Ne? Und da ist dann auch Skin Tint, das ist eher so ein Schleier an Foundation. Das ist völlig in Ordnung. Aber der hält keine 3 Stunden aus. Der hält keine 3 Stunden aus, der wird ölig, der wird fleckig, der verrutscht, der zersetzt sich auf der Haut, weil du natürlich, also so eine Foundation oder generell Complexion-Produkte sind ja so aufgebaut, dass die Pigmente ineinander festhalten, wie so ein Film auf der Haut bilden. Und wenn die so leicht formuliert sind, dann ist diese Filmschicht halt einfach super dünn und sie zerfällt dann auch sehr, sehr schnell. Deswegen gibt es immer so eine goldene Mitte, wie die Foundation, in welcher Menge du sie brauchst, dass sie gut funktioniert. Und die Menge, die ich hierfür bräuchte, ist einfach kontraproduktiv mit dem Produkt, was es sein soll. Könnt ihr mir folgen? Also, es ist ein Skin Tint und du sollst wenig davon benutzen für ein leichtes Finish, aber du musst so viel benutzen, dass sie sich nicht zersetzt. Und dann ist das Problem und dann ist das auch einfach zu viel. Und ich weiß nicht, ob ich das in die Kamera reinkriege. Seht ihr diese kleinen Bumps da drin? So kleine Kügelchen und Körnerchen? Das Ding ist kristalliert. Kristallisiert. Es hat Kristalle gebildet, die du auf der Haut merkst. Und die musst du erstmal wieder klein kriegen und die musst du erstmal wieder so ein bisschen weich kriegen. Und das hätte ein richtig, richtig geiles Produkt werden können. Ist es aber leider meiner Meinung nach nicht geworden. Es ist nicht viel drin. Du brauchst viel, um es tragbar zu machen. Ich finde den Geruch abscheulich. Es riecht auch so ein bisschen muffig. Zitronen, eine muffige Zitrone. Habt ihr schon mal eine vergammelte Zitrone? Warum ist... Gute Frage. Videofrage. Warum ist in jedem Netz Zitronen, Bio-Zitronen, immer eine gammelig? Immer nur eine. Hat mich leider sehr enttäuscht. Sortiere ich jetzt tatsächlich auch aus. Genauso wie diesen Bronzer. Den von Natasha, den behalte ich noch einen Moment. Wir bleiben noch einmal ganz kurz bei Haut. Und da habe ich das hier von Revolution. Bright Light Face Glow. Sollte... Bei Revolution kann man sagen, Dupe zu dem von Charlotte Tilbury sein. Erstmal die Farben, ganz komisch. Ganz komisch, seht ihr das? Das ist so ein richtiges Simpson-Gelb. Auch hier der Geruch, unausstehlich. Da brauche ich mal so ein bisschen eure Meinung zu. Weil ich bin ja eine Geruchsmaus, ich habe kein Problem damit, wenn Produkte einen Duft haben. Selbst wenn der nur ganz, 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 ganz leicht ist. Denn jetzt habe ich hier ein Produkt, was per se okay wäre, wenn es ein paar Punkte nicht hätte. Ich kann es nicht benutzen, weil der Geruch einfach so furchtbar ist, weil es halt nicht parfümiert ist. Und es gibt ja auch, du kannst es ja auch so parfümieren, dass du einfach nur den Eigengeruch überparfümierst, dass es ein recht neutraler Duft ist. Wäre ich fein mit gewesen. Farbe, ganz komisch. Und auch hier ist wieder irgendwas drin, was ich absolut nicht vertrage. Ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube, es ist die Kombination aus diesen extrem vielen verschiedenen Silikonen, die hier drin sind. Also es hinterlässt wirklich so einen schmierigen Film auf der Haut. Auch Sachen drüber machen fiel mir sehr schwer. Und ich habe auch hiervon so kleine Pickelchen bekommen. Es ist eine schöne Textur, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, es gibt nur ein einziges Produkt, was den von Charlotte Tilbury übertroffen hat, das ist der von Elf. Es gibt keinen besseren. Keinen, den ich besser vertrage, keinen, der eine so tolle Shade Range hat, außer der von Charlotte Tilbury vielleicht. Und
der so schön auf der Haut aussieht, egal was du damit machst. Und ich finde Revolution, ich verstehe den Ansatz von Revolution mittlerweile auch nicht mehr, weil sie einfach mittlerweile ein Standing haben sollten, eigene gute Produkte entwickeln zu können. Wie beispielsweise, habe ich sie hier stehen, die Skin Silk Foundation, eine der besten Foundations, die ich jemals benutzt habe. Toll, Revolution kann Foundations, Revolution kann eigene Formulierungen machen und dann immer diese wirklich, teilweise, es tut mir leid, dass ich so wütend darüber werde, diese billigen Abklatscher. Ne? Also Hauptsache, es sieht so aus und Hauptsache, es verkauft sich eventuell so gut wie das Original, aber es ist einfach schlecht. Es ist einfach schlecht gewesen. Kommen wir zu den Lippen und das wird einige wahrscheinlich überraschen. Zwei Punkte. Nummer 1, der Lip Liner. Der ist jetzt ein bisschen stellvertretend für alle in dieser Kategorie. Das ist dieser hier von Too Faced. Ich trage ihn nicht auf, weil dieses Ding ist für mich körperverletzend. Das ist der Lip Injections Extreme Lip Shaper. Eine wundervolle Farbe. Das ist Hot and Spicy, glaube ich, heißt die Farbe. Da steht nicht drauf. Tolle Applikation. Du kannst hier hinten drücken, dann kommt das Produkt raus. Du brauchst niemals zu viel. Es bricht nicht ab. Eine ganz, 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 ganz schöne rosenholzige Farbe. Super schön auf den Lippen. Der hält sehr gut. Du kriegst ihn schwer ab. Aber ich weiß, es fühlt sich an, als hätten die hier Millionen kleiner Skorpione reingesetzt, die dir die Lippenkontur zerschießen. So schmerzhaft. Diese Lip Injections Reihe von Too Faced ist wirklich so schmerzhaft, dass ich es nicht tragen kann. Catrice hat ja auch welche, so ein Lip-Plumping-Effekt bin ich auch nicht so ein Fan von, weil es einfach so ein komisches Gefühl ist, wenn nur die Lippenkontur so ein bisschen plumpig ist. Das tut weh. Ich merke selbst an meiner Hand, wie es warm wird, wie es brennt, wie es einfach unangenehm auf den Lippen ist. Ich komme mit diesen Lip-Plumping-Produkten einfach nicht mehr zurecht, die so schmerzhaft sind. Die letzte Grenze, die ich vertrage, sind die von Maybelline. Die sind schon intensiv, aber das geht, weil ich da ja meistens auch noch was mit drunter habe. Aber stell dir vor, du hast einfach nur so einen Strich, der die ganze Zeit, dieser eine Strich um deine Lippen, der einfach nur brennt. Und das ist kein schönes Gefühl. Vor allen Dingen, wenn ich ihn auch auftrage, dann schwillt ja auch nur die Lippenkontur an. Dann siehst du ja auch aus wie Chiara Ohofen. Du müsstest das komplett auf den Lippen auftragen. Dafür ist es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Der Schmerz, bin ich raus. Nein, vielen Dank, stellvertretend für alles, was plumpend ist, außer es ist so ein leichter bitzelnder Effekt, ein bisschen, aber so ein Lip Liner in Plumping, was kommt als nächstes, ein Plumping Eyeliner? Ja, ich trenne mich jetzt von dir. Hi. Ah, verdammte Gut, dass ich mir gestern einen neuen Tisch hier bestellt habe. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das jemals sagen werde, aber ich war einfach nur sehr, 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 sehr beeinflusst. Kylie Cosmetics, die Liquid Lipsticks. Das ist die Farbe Douglas K. Erstmal ist das eine ganz schreckliche Farbe, wie ich finde. Das ist so ein lila stichiges, 3 Wochen in der Spray gelegen. Es sieht sehr, sehr leidenschafts- und leblos aus. Damals war das Ding, ne? Diese Kylie Liquid Lipsticks. Ich habe wirklich meine Arbeitskollegin damals angefleht, mir ihre Kreditkarte und $80 damals zu leihen. Ich glaube, es waren $49 oder so, weil ich A, das Geld dafür nicht hatte und B, auch einfach gar nicht die Möglichkeit hatte, das zu bestellen, weil ich auch keine Kreditkarte hatte. Für diese Liquid Lipsticks, die einfach pupstrocken sind, die machen gar nichts. Waren die früher auch schon so? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube ja, aber ich glaube, damals wollten wir das haben. Dieses trockene, leblose Gefühl auf den Lippen, wo du das Gefühl hast, es bricht dir gleich deine Lippen auf. Und wenn du halt nicht voll aufgespritzte Lippen hast, dann siehst du ja so wie bei mir hier diese ganzen kleinen Fältchen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es sieht aus wie... Nee, das sage ich nicht, aber ihr wisst wunder... Also... Finde ich einfach wirklich gar nicht schön. Du kannst natürlich einen Lipgloss rüber machen, aber dann brauche ich kein Liquid Lipstick. Wisst ihr, was ich meine? Dann nehme ich lieber die Vinyl Inks von Maybelline oder so. Textur ganz, 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 ganz schrecklich. Jetzt sieht man auch, ne, es ist nicht so ganz deckend gewesen. Die Farbrange damals und das, was sie damals damit geschafft hat, war super. Ne? Es gab es ja so nicht. Mittlerweile gibt es natürlich durch Kylie sehr, sehr viele günstige Alternativen. Ich habe jetzt tatsächlich 2 hier, die ich euch gerne mit auf den Weg geben würde. Die haben jetzt nichts mit dem Video zu tun, aber ich habe sie gerade hier liegen, weil ich sie für ein anderes Video gebraucht habe. Einmal Rival Loves Me Mattitude Liquid Lipstick in der Farbe Understatement und so ein richtig schönes Nude, ein sehr graues Nude. Macht jetzt nicht so viel Sinn, das hier rüberzugeben. Aber, also der wird schon trocken, aber nicht so trocken und meiner Meinung nach mit einer der besten Formulierungen für matte Liquid Lipsticks, die aber nicht so austrocknend sind, sind die von Bad Cosmetics, von Bad Moms J. Gibt's bei Rossmann. Made in Italy. Packaging, ja, die Farben sind sehr, 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 sehr schön. Eine ganz leichte Textur, die sehr schön antrocknet.
auch matt wird, riechen ähnlich wie die von Kylie, aber das fühlt sich einfach nicht so tot an den Lippen an. Und ich habe neulich gesehen, dass Liquid Lipsticks jetzt wiederkommen. Was halten wir davon? Freuen wir uns drüber? Weiß ich noch nicht. Ich sehe wirklich aus, als wäre ich eine Woche lang in der Spray gewesen mit der Lippenkombination. Es ist ein Mäuser. Das sind ein paar Produkte, die ich so jetzt definitiv auch aussortieren kann. Ich bin gespannt, was ihr vielleicht wieder für Produkte habt, die so ein bisschen kontrovers sein könnten. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.